So, Freunde, hier sind wir wieder bei The Legend of Zelda Link to the Past, Part 21. In den letzten beiden Parts haben wir ein bisschen was gemacht und ihr hört's schon. In den letzten Parts haben wir ein bisschen was geschafft. Und ja, die Fluffy ist wieder dabei. Die ist jetzt sehr schadenfroh, weil es geht jetzt in den Eistempel. In meinen allseits verhassten Eistempel. Leute, ich hasse ihn echt, ja. Ja, ich weiß. Wie funktionierte das nochmal hier? Tja, wie funktionierte das wohl nochmal hier? So. Hab's rausgefunden, ganz alleine. So, ja, die Fluffy ist aus dem Grund dabei, weil ich hier in diesem Dungeon immer mal wieder... Guck mal, da ist ein Schlüssel. Immer wieder Probleme habe. Und vergiss die Kröge nicht. Nee, ich vergesse die Kröge. Diesmal vergesse ich sie nicht. Das ist ein Fehler, den machst du nur einmal. Hoffe ich. So, die kommen immer wieder, habe ich das Gefühl, hier, die Schleimis, ne? Ah, hier kriege ich ja, hier kriege ich ja dann die blaue Rüstung. Ja, das tust du. So, ich muss erst nach unten. Bleibt mir hier nichts anderes übrig. Ja. Gut erkannt, Bro. Ah, lalalala. Geht weg. Mach doch einfach deinen Feuermedaillon. Stimmt. Ah, ich habe ja genug Feen, also... Ja. kennst du ja schon aus meinem Livestream. Ich habe immer genug Feen dabei. So, krieg ich hier auch irgendwas? Ah ja, ich krieg was. Das Piepen geht mir jetzt ein bisschen auf den Sack, aber es geht nicht nur mir auf den Sack, euch auch. Wir haben den Kompass gefunden. Ja, Kompass. Ich hasse mich nicht. Noch nicht. So. Die Kompass-Komparsen haben wieder den Kompass gefunden. So. Was isst denn du da? Mikado-Stückchen. Kannst du mir nicht auch ein paar abgeben? Nö. Warum nicht? Weil du nicht hier bist. No. Komm mal. Ich habe eine Fee. Und sammle hier jetzt erstmal ein bisschen Magie ein. Da ist der Knopf. Da ist nichts drunter. Ja, ich überprüfe jetzt echt jeden einzelnen Das war der falsche Knopf. Ich muss hier noch gar nicht hin, heißt das? Mhm. Ja, yeah, ich hasse das, wenn das hier so rutscht. Oh Gott. So, jetzt stell dir das mal vor, dass du in einer begrenzten Zeit 6 Fackeln bei diesem Boden anzünden musst. Oh ja. Das wird noch beim Minish Cap kommen. Aber ich glaube, es waren sogar 9 Fackeln. Okay. So, wie funktionierte das hier nochmal? Ich glaube... Tja, überleg mal, Foxy, überleg Ja, ich überlege, mal. Ich überlege. So nicht, mit dem Puder nicht. So. Nee. Dann legen wir hier eine Bombe. Right. Das hätten wir auch gleich so rummachen können. Da hätte ich mir einmal den Weg gespart. So... Hier muss irgendwo ein Knopf sein. Nee, da ist kein Knopf. Ich muss den Typen hier besiegen. Right. So. Geht Sehr down. Gut, das weißt du also noch. Wie geht die Tür jetzt auf? Ah Gott, das ist noch einer. Den zweiten! Ah, gib mir die Bombe. Na, 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 na. Ich muss gerne. Du musst gerne. Ach ja, pass auf, die Piekser, die pieken. Ah, oh, you don't say. Aua. Aua, zweimal reingerannt. Ja, ich hab gesagt, die Pizza pieken. Ich mach den jetzt mal blau. Ich mach den, aua. Ich mach den jetzt mal, aua. Blau. Ich hab ihn doch die ganze Zeit gesagt, die Pizza pieken. Ja. Seht ihr das? Seht ihr das, Leute? Die Pizza pieken. Er hört nicht auf mich. Ich mach den Schalter mal blau. Ist eine gute Idee, finde ich. Ja, total gute Idee. Nö, Schalter, Nein, nein, das trifft dich. Du hast mich damit voll angesteckt. In den letzten Parts kam von mir die ganze Zeit, So, was passiert bei diesem Schalter? Ah, da geht einfach nur die Tür wieder auf. Schalter. Oh, ein Herz. Das will ich haben. Ein Herz. Ja, ein Herz. Oh. Na, ihr? Für was Magie benutzen?
Für was Magie benutzen? Enindo. Für was? Na, geht doch auch schnell. Ich will erst nach links. Frag mich nicht warum. Ich will erst nach links. Oh nein, mein gehasster Raum. Und rechts ist der Raum mit dem Schlüssel. Ah, diesmal warte ich. Muss ich hier nicht irgendeinen Schalter in Stein verschieben? Nein, oder keine Ahnung. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich glaube nicht, nee. Nein. Nee. Nein. Okay, nein. Dann muss ich da runter. Nein. Nein. Doch. Nein. Komm, komm, Link, komm, Link, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Oh, komm schon. Ich hasse es. Ja, das ist immer voll lustig. Zuzusehen. Mabi, Mabi, du fällst da runter. Irgendwie, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe, aber irgendwie glaube ich das auch nicht. Nee, du hast gerade einen Fehler keinen gemacht. Einen Fehler keinen. Ja, ich kann gut reden. Ah, oh, guck mal da. Ich habe da einen Schlüssel gefunden. Unser altbekannter Raum. Ich habe da einen Schlüssel gefunden. Schlüsselraum. Du hast den Schlüssel gefunden, der Schlüssel. Der auf Schlüssel, Anhieb. Aller Schlüssel. Auf Anhieb habe ich den. Und du bist jetzt bereits in diesem Raum und da hast du schon fast alles von der Eistempel gesehen. Nein, hast du nicht. Nee, hast du nicht. Das wird noch kommen. Naja, übrigens, du kannst die ganzen komischen schwarzen Viecher, die da rauskommen, auch besiegen. Ich weiß. Und du wissen, ja, das weißt du. Und da, du gehst durch Tür und so. Und da ist rutschig. Ja, das ist rutschig. Rutschig ist rutschig. Da. So. Ja, da ist rutschig, aber du haben geschafft. Achtung, da sieht elektrisch Viecher gedöns. Ja, ich weiß. Hast du eben Gedöns gesagt? Ja, ich habe Gedöns gesagt. Ich mag das Wort nicht. Wieso magst du das Wort nicht? Das war das Unwort des Jahres 2011, nee, 2010 bei mir. 2010 oder 2011? Du weißt ja, dass ich bei einem Webradio war. Ja. Und da war das Unwort des Jahres. Wieso war es denn ein Unwort? Das ist doch so schön. Ja, ich weiß auch nicht, weil es einfach zu oft gesagt wurde. So. Ich hasse diesen Raum. Weißt du auch warum? Warum? Viel zu viel Eis. In einem Eistempel. You don't say. Ich will da noch nicht links rein. Ich will erstmal gucken, was hier oben ist. Ach, das ist doch kein Eis. Wie kommst du denn darauf? Weißt du, irgendwie liest ja niemand diese Dinger. Link, gehe sparsam mit deiner Zauberkraft um. Ich weiß, warum niemand diese Dinger liest. Sie sind langweilig. Genau. Okay, dann gehe ich erst nach links. Ah, guck mal, da ist noch ein Krug. Ja, komm schon. Der sagt die ganze Zeit... spare deine Zauberkraft ein. Aber hier wissen wir Zauberkraft beschissen, wenn man die Dinger, nein, geh einfach, wieder zurück. Ich wollte dich nur verarschen. Du bist so gemein. Ja, so habe ich gerade eben halt versucht, meinen eigenen Fail zu überspringen, indem ich einfach sage, ich wollte dich verarschen. Ich merk's gerade. Ach, guck mal, der Raum, wo einfach der Gegner verschwunden ist, ne? Hm. Hoffentlich verschwindet er wieder. Ich meine nicht mehr. Nee. Schon wieder. Weil sonst geht ja die Tür nicht mehr auf. Ne, wir haben ja rausgefunden, dass das nicht funktioniert. Ah, fuck, das war zu früh. Ja? Oh, guck mal, die sind doch ganz weg. Da habe ich eben unnützerweise Magie verbraucht. Und irgendwie bist du voll still gerade. Schlecht. Ich bin nicht schlecht. Ich denke gerade darüber nach, wie schlecht du eigentlich gerade warst, dass du das hintereinander gemacht hast. So schnell hintereinander. Foxy, also wirklich. Ich glaube, da darfst du nicht nach oben gehen. Warum? Weil da, glaube ich, der Fake-Raum ist. Challenge accepted. Oh Gott. Aha, Foxy. Was habe ich dir gesagt über den Fake-Raum? Was habe ich dir gesagt über den Fake-Raum? Fake-Raum ist böse. Genau. Und hast du auf mich gehört? Nein. Gut.
Wenigstens weißt du, was du falsch gemacht hast. Ja, da spricht die Erzieherin. Natürlich. So, einmal ganz schnell wieder. Ah, diesmal werde ich getroffen. Nicht schlimm, nicht schlimm, Foxy. Ganz einfach weiterlaufen. Also ich kann das 10-mal hintereinander, ohne getroffen zu werden. Du bist ja auch eine Angeberin. Ich weiß, du aber auch. Also keine Angeberin, sondern ein Angeber. Ich wollte gerade sagen, was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Ich habe den Krug entfernt, ich Idiot. Genau. Ja, gib mir recht, dass ich ein Idiot bin, genau. Guck mal, da ist ein Riss in der Wand. Warum nein, nicht? Na, weil das nicht aufgeht. Oh, warum sagst du das nicht eher? Ich hab doch nein gesagt. Du hast nicht nein gesagt. Du hast gesagt, Foxy versucht da aufzuspringen. Hab ich nicht gesagt. Was sagt ihr denn zu ihr? Abonnenten und... Frag die nicht, die kommentieren eh nicht. Kommentiert sofort dieses Video. Auch der Mensch, der diesem Video gerade einen Daumen runter gegeben hat. Sofort. Und gib uns noch deine Adresse und dein Aufenthaltsort für den Tag. Am besten für Montag, Freitag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Du bist gerade sehr laut. Donnerstag. Ja, weil mein Mund direkt am Mikro ist und... Könntest du das bitte lassen? Das ist wirklich sehr laut. Ich bin gar nicht mehr so bist du. Nein, bin ich nicht. Doch. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Ja, ich weiß. Also falls dir nicht aufgefallen ist. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, das merkst du nicht, ne? Der Feuermelder, du wirst sterben. Du hast es geschafft. Sehr gut. Du musst ihn nach oben. Gut. Sehr gut. Du machen gut. Du haben gut gemacht. Ich stolz auf dich. Ja, du aufpassen musst da. Das macht kaputt. Das macht das Böse. Ich merk's gerade. Da das Böse. Da Elektrizität Böse. Ich hab das Böse. Das Böse! Ich habe gerade gar nicht auf die Uhr geguckt. Moment. Minuten habe ich noch. 3 Minuten. Drei Minuten. Hammer. Schaffe ich das noch bis zum Endboss? Nein. Meinst du? Ja. Boah. Nur nicht mal du glaubst an mich. Glaube an deine Fähigkeiten. Glaube an deine Fähigkeiten, Foxy. Aber nein, das schaffst du nicht mehr. Doch. Nein. Also ganz einfach, weil ich den Part überziehe. Oh, du Cheater! Moment, ich muss es rot lassen, ne? Rot. Ah, war richtig. Sehr schön. Sehr gut. Aber nicht runterfallen, ja? Nee. Nee, hast recht, ich schaff's das nicht mehr in 2 Minuten. Allein schon die Tatsache, weil es der Eistempel ist. Eistempel A. Der Eistempel A. Ja, jetzt muss ich hier runter. Richtig, gut erkannt. So. Dann muss ich sterben. Giga-Facebook! Das war schon eine Atom-Facepalm eigentlich, aber... Das ist die Steigerung. Ja. Oh, also ich muss ja mal eins sagen, die Viecher sehen schon hässlich aus. Gebt ihr mir ein Herz? Nö, natürlich nicht. Wieso haben die Pinguine Zähne? Pinguine haben keine Zähne, das ist unlogisch. Pinguine können auch nicht fliegen. Ich muss nach links, ne? Sind ja auch nicht geflogen. Ja, du musst nach links. So, Freunde, hier, wenn ich diese Treppe nach unten gelaufen bin, werde ich erstmal den Part beenden. Und dich neu einkleiden. Ja. Im nächsten Part. Komm, geh schon runter. Nee, runter, munter. Hier kann runter. Ich doch irgendwo eine Bombe legen, ne? Ja, genau, du musst eine Bombe legen. Entschuldigung für das Husten. Da. Dann gibt es Spaghetti Bolognese. Die gab es so. Bei heute mir. Und diese... ja, diese Truhe werden wir im nächsten Part öffnen. Boah, du Cliffhanger-Bob! Du Cliffhanger-Bob! Ich kann's.
Alles klar. Tschö, ciao, ciao, sagt euer Nighthawks. Tschüss.